In rasendem Tempo verfolgt Rostropowitsch seine Karriere. Überall ist er als Cellist und Dirigent präsent. Nur das erzwungene Exil, die Sehnsucht nach Russland, macht ihn zu schaffen. Umso größer ist seine Freude, als sich der eiserne Vorhang öffnet. Als er vom Mauerfall hört, ist er nicht mehr zu halten. Er eilt nach Berlin, um am Checkpoint Charlie Bach zu spielen. Als Zeichen seiner Solidarität. Verloren den russischen Pass, aber nach der Wende hat er es immer sofort gekriegt und er wollte das haben. Also er ist doch ein russischer Künstler geblieben.